So erzählt man, dass König Mu, der fünfte Monarch der Zhou-Dynastie im 10. Jahrhundert vor Christus, auf seiner Reise durch den Nahen Osten als erster einen Roboter gesehen haben soll. Auf dieser Reise durch sein Königreich lernte er Yen Shi kennen, einen Erfinder, der ein unglaubliches, noch nie dagewesenes Wunder vollbracht hatte. Er hatte einen Automaten entworfen, der, wie es heißt, mit schnellen Schritten ging und seinen Kopf auf und ab bewegte, sodass man ihn für einen lebenden Menschen gehalten hätte. Der Kunsthandwerker berührte sein Kinn und er begann, in perfekter Melodie zu singen. Er berührte seine Hand und dieser fing an, bestimmte Haltungen einzunehmen und eine große Anzahl von Bewegungen zu machen. Gegen Ende der Vorführung zwinkerte der Automat den Damen, die den König begleiteten, zu und machte verschiedene Gesten, was König Mu verärgerte.